Fang jetzt nicht an, Stille Nacht zu singen, das geht nicht. Willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Ich muss mich entschuldigen, ich bin kein guter Sänger. Ich bin ein Bierverkoster, das kann ich. Ich kann mich auch, wenn Weihnachten ist, auch als Weihnachtsmann verkleiden. Und solange ich meine Brillen habe, müsst ihr mit dem Bierverkosten auch hinhauen. Das Bier, das wir heute verkosten, heißt Stille Nacht. Ist gewidmet dem Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber und dem Pfarrer Josef Mohr, die also das Lied Stille Nacht mal komponiert haben. Heute, jeder kennt das, nicht? Silent Night. Aber das Bier dazu, das gibt es erst seit einigen Jahren aus der Brauerei Schneitel. Und ja, das wird zur Weihnachtszeit wird das ausgeschenkt und jetzt werden wir es mal miteinander kosten. So, ja. Nicht mitsingen, ja, beim Einschenken, nur mitschauen. Wir haben da also ein kastanienbraunes, dunkelbraunes eher Bier. Sehr schöner Rotstich auch drinnen, leicht bräunlicher Schaum. Wenn man hineinriecht, bekommt es also so ein wirklich fast stechend fruchtigen Ton. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Mund finde, gell? Mmh. Das ist wirklich ein sehr schön süßes Bockbier, sehr intensiv, sehr weihnachtlich. Also genau das, was jetzt zu einem schönen Christmas Cake passen würde. Also irgendwelche schönen Weihnachtskuchen, womöglich welche mit Gewürzen. Wir haben hier diesen sehr komplexen, süßen Duft und da würde man sich vielleicht, ja, so vielleicht Spekulatius-Kekse dazu wünschen. Aber insgesamt ist das natürlich ein Bier, das man rund um den Weihnachtsabend trinken mag. Es hat hinten diese markante, vielleicht auch von den dunklen Malzen ein bisschen mitgeprägte Bittere, die also das Bier sehr, sehr rund macht, die dem Bier auch so, eben das gibt, das ist, da gehört jetzt was Gebackenes vielleicht dazu. Und einfach im Bier über die Weihnachtsfeiertage zu genießen. Und ich hoffe, wenn dieses schöne Bier genossen ist, wir sind da in der Bockbierstärke von 6,3 Volumenprozent, dass die Weihnachtsfeiertage friedlich verlaufen mögen, mit der Ruhe, die dieses Bier einem dann vermittelt, wenn man einige Fläschchen davon getrunken hat, egal von der großen vielleicht eine, von der kleinen vielleicht mehrere. Und dann sehen wir einander hoffentlich im nächsten Jahr wieder bei Konrad Seidels Bier der Woche und dann aber ohne falschen Bart. Es ist ohne Bart leichter zum Trinken.